Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut mit Focus und Proof mit meiner Wenigkeit als Yasuo auf der Top Lane. Yasuo wurde sich von vielen gewünscht und von daher habe ich mir gedacht, warum nicht? Yasuo ist ein cooler Champion. Dementsprechend viel Spaß mit dem nachfolgenden Gameplay. Bis dahin, see ya guys! So, Yasuo. Ich finde Yasuo Top eigentlich gar nicht mal so schwach. Das ist gerne, was die Leute immer haben. Hä? Die meisten beschweren sich immer, wenn man Yasuo Top spielt. Ja, mittlerweile ist die Meta sowieso so squishy, dass es mir egal ist. Also was heißt Meta? Aber es normalerweise die Lates sind irgendwie alle. Ah ja. 30 Sekunden spawn. Bin immer noch ein größerer Fan von Control Mages, aber. Ne? Toplane Control Mages, auf jeden Fall. Bitte? Also nicht Toplane, aber. Also gut, Toplane Utility, ne? Lulu oder sowas. Ich muss überlegen, was ich so am besten gegen den Nasus mache. Ob ich den als Hard Out Damage. Sollte eigentlich möglich sein. Oh mein Gott. Also nochmal ein Ping, komm auf die Lane, 200 Main. Rein, rein, rein. Hier. Auto-Tagging. Das Exhaust ist ein bisschen. Ich bin ehrlich, dass du Auto-Taggen sollen. Ja, ich war dabei, aber ich hatte einen Auto-Tag-Speed von minus 20. Echt? Oh, fucking ja. Ja, Exhaust. Minus! Ja, wenn man 06er oder 07er Tech-Speed hat und dann Exhaust, das. Egal, Level 6. Gut. Ich hätte ihm. Ah, kann, hätte ihm ein Q geben sollen. Unlucky me. Thank you.
Ach ne, er hat Zähne genommen. Leute, wir können trotzdem noch fighten. Ah, ich hab mich gefunden. Oh, so dämlich, Toplane. Okay. Was? Ey, ich meine, Kutschwaffe ist, können wir den sogar killen? Scheiße. Hit und Stange sind SS. Jetzt ist wieder da. Honor is in the heart, not the name. Dying's the easy part. Wie sehen die anderen Lanes aus, Guys? Ah, Beutel sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Ja, er will schon. Achtung, Corki, kann von der Seite kommen. Nee, Corki ist Mitte. Frage der Frage, wo ist. Wow, was alles. Was? Ja. Raus. Na, ich bleib noch die Wave. Ich hätte nicht mal gneiden sollen. Scheiß weg. Hat er geheilt? Keine Ahnung. Was hat sie geschrieben? Könnt auch die P. Corki müssen wir halt aufpassen. Jax pickt zur Zeit, ey. Ich glaube. Starker Pick.
Ja. Nee, okay, das ist zu greedy. Hat der Exhaust sein? Nee. Unlucky. Ja, yeah, Achtung. Justice. 60 Sekunden das Schild. Ich kann eigentlich fighten, bloß nicht. Ja, eigentlich schon. Ich habe noch hier. Oh shit. Darf sich nicht so rücken lassen, obwohl der letzte echt crazy war, Alter. Der letzte, der war echt Minion-Druck, Alter. Wie soll ich wieder Ignite? Ah, gut. Aber es ist halt auch nochmal was anderes, wenn wir engagen. Wir dürfen halt nicht engagen lassen. Mal sehen, ob ich oben rumkomme, bevor die weggehen. Nee, oder? Doch, der geht weg mit einem Ding. Ist das abartig, ne? Kannst du uns auf den Bot kommen? Das kann TP in der Wand. Ja, unsere Ari wird gefistet. Das ist so ein komplizierter Champion. Unglaublich. So. Und die Elaine verliert. Ja. Unlucky. Ich finde, Nasus sollte vielleicht mal. Ich weiß nicht, was man da mal an dem Champion machen könnte. Der ist einfach so unglaublich dämlich. Du hast so wenig Risk in diesem Champion. Vielleicht sollte mal ja Q und Skillshot werden bei Nasus. Warst du da keine bei Risk? Faker. Wenn du early gefistet wirst, dann ist Ende. Was willst du machen? Wenn du da unter dem Tower bleibst.
Ja, gut. So, unsere Ari ist eher so bad. Und, Nasus ist halt Nasus. Ich frag mich, warum er so ein Champ überhaupt spielt. Das ist der langweiligste Champ der Liga. Weil er damit vielleicht Elo macht? Wow. Was? Ich über was mehr Spaß macht. Statt irgendwas, so was Vital zu spielen. So unskilled, ey. Nasus. Was? Nee, oder? Euer Ernst. Der Midlaner von D fehlt. Na, ist bitte. Corki wird ein Problem und auch Nasus. Das wird ein richtig lustiges Game. Richtig lustiger Champion. The struggle is real, ey. Und wir haben natürlich wieder so einen komplett Off-Meta-Jungler. Der immer schwächer wird, während der Gegner immer stärker wird. Da ist er. Ja, Drake ist weg. Ari, keine Ahnung, chillt noch ein bisschen. Ach, er hat eine Ulti. Ja. Schön für sie. Ich feuer nicht. Nee, predict it, Bro. Okay, der war zu confident. Fuck. Was ist los mit dir, Alter? Wow, der braucht noch Ultimate. Wow. Wow. Boah, mach das mal leiser. Was denn? Ich habe keine Ahnung und das interessiert mich nicht. Ich versuche hier gerade mich wirklich. Hier gerade ein Soundbug, auch gut. Tadet hier. Corki ist tot. Immerhin einer. Der Struggle ist real. Was soll man da machen? Jetzt ich bin geknallt. Race
wahrscheinlich wieder. Amu ist wieder Bot. Ari auch und Schaden. Ah, die gehen weg, dann gehen wir auch weg. Alter Schwede. Bitte sag mir, dass du den... Oh Mann, ey. Okay, ich lass dich farmen, ich geroamt. Es wird nichts mit dem 2 gegen 2 hier gerade. Das ist halt jetzt die AIDS-Kombo, gegen die wir hier behind sind. Ja, das ist die übelste Poke-Kombo. Fehlt nur noch, dass sie Nidali haben oder so. Das geht ja noch. Es geht? Frozen Gauntlet, Corki? Okay, ja. Okay. Wir müssen halt hart umgehen. Dann hoffen, dass der Nasus nicht fett genug wird. Alles nur machbar. Oh, okay, so ist es nicht machbar. Mit deiner von uns. Ah, wir haben auch verkackt worden. Das ist so Cancer jetzt. Ah, forget it, Alter. Wenn wir nicht hart engagen, ist das Game lost. Sobald Arik da ist, müssen wir engagen. Nein, noch ist es nicht los, wir sollten wenigstens einen Fight versuchen, aber es ist ziemlich übel. Ja! It's lost. Kannst du mich damit einfach nicht nerven, danke. Komm ja. Bitte. Jungs, da ist ein Thresh komplett out of position. Ja, schon mal zumindest eine Sache. Ja. Nee. No one is promised tomorrow. Fightet nicht, bin ich dann. Ja, er fightet gerade. Der liebe Javi. Ja, kein Mana mehr. Ja. Okay, Flash mehr. Ja, Geist. Komm ich. Ja, aber Ari nicht. Das ist.
Das waren 3 gegen 4 und wir liefen alle. Korken kein Mana. Oh. Ari stirbt jetzt auch einmal. Ja, ich kann nicht zueinander. Also, ich finde das bescheuert, sowas so wegzugeben. Da hat man ein Opening und dann gucken die Leute zu. Ich war nicht da, sorry. Ja, nee. Ich meine, Sammy ist ja auch reingegangen, aber Jarvan ist YOLO gestorben. Und Ari steht an der Seite und guckt zu. Ja, und so lange, wie sie dann gebraucht haben, um sich zu entscheiden, dass man jetzt vielleicht doch fightet, dann sind die anderen collapsed. Why no? Die Frage beantworte ich gar nicht erst. Why no? Are you dumb? Ja. 1-3 Ari mit 160 Farben fragt, ob wir dumm sind. Ja. Naja, Jarvan ist halt echt ein Dreckspick. Egal wie gut er ihn spielen möglicherweise kann, aber Jarvan ist halt, wenn wir nicht ahead kommen, ist das ein kompletter Dreckspick. Ich glaube, der hat gerade eine Winrate von 46 oder so. Was? Ich habe keine Ulti. Jetzt habe ich Ulti. Das war sehr egal. Top. Ich komme. Kollaps. Oh, der hat Angst. Ich nehme den Tower. Ari ist tot. Los. Oh fuck, ey, ist der schnell. Ignited. What? Okay, this game is over. Holy shit. Hat der dich gerade geone-shottet? Ja, es war halt ein Nasus Q, 2 Tower Hits. Contrast zusammen. Allerdings. Ich kaufe mir gegen Nasus andere Item, weil der Lifesteal sich zu hart. Oh. Ja, das reicht. Okay, ja, muss ich sagen. Ich hab noch meine. Ne, nochmal, ich hab keine Midwall mehr. Das gefällt mir. Ja. Wir spielen halt gerade gegen zwei der strongsten Picks, die es zurzeit gibt. Meine Ulti ist gerade wieder hochgekommen, falls er darauf geachtet hat. Mei. Immerhin haben wir eine Nase bis. Okay. Da kommt Nase, da kommt Nase. Ulti. Ulti. Teleport. Ja. Easy.
Was? Wieso wurde er nicht geblockt? Ich glaube, es uns aufgeben, komm. Oh, diese zwei Leute wieder mal. Die 25 Ari und der 38 J4. Nee, wir haben Botlane auch verkackt. Nee, das Game geht auch auf unsere Köpfe. Oh man. Your turret has been destroyed. Ja, man muss auch sagen, der Thresh hat es gut gespielt. Das muss man ihm echt geben. Allerdings hat er halt auch einen Jungler, der das genutzt hat, sag ich mal. Wir kriegen einfach immer, wirklich, ohne Witz, wir kriegen immer einen schlechteren Jungler aktuell. Ja, musst du jungeln. Das ist abnormal. Die Leute können ab. Das ist mein schlechtester Roll, glaube ich. Warte, jungle. Jetzt mal ohne Scheiß. Dann jungle du doch einfach. Dann haben wir das 3-3-Setup. Und dann campst du halt Botlane. Ich support auf jeden Fall den Schäfer, der nervt mich langsam. Auf den Sack. Beiden sind sowieso. Mann, das ist ein richtiges Crybaby. Ja. Die 1-7, ich habe jetzt nicht dazu beigetragen, dass dieses Game gewonnen wird, also. Wow, sie hat den 1 gegen 1 bekommen. Jo. Wundert mich nicht. Der Esmin ist nicht so gut. Der Thresh hat viel gesetupt. Macht der Nausen vielleicht alleine? Ja. Das ist echt gerade ein bisschen unlucky, dude. Bitte? Ist ein bisschen unlucky aktuell. Was denn? Also, inwiefern meinst du das? Insgesamt die ganze. Oh, Situation hier. Das Game gleich. Jo. Okay, er ist tot. Da Lucian ist auch tot. Ja, wir wollten Jarvan helfen. Ari ist auch tot. Ich glaube, wir sind gerade sehr gut dabei. Ach Gott, Alter, diese Leute sind aber auch so dermaßen deprimierend, ey. Aber ist gut, ey, bei mir setzt der Galgenhumor ein, das heißt, bei mir geht's gleich aufwärts, ey. Ist steil. Okay. Ah, ist immer so. Ey, wenn ich nicht mehr mad werde, sondern einfach nur noch das Ganze einfach hinnehme, dann spiele ich wieder meinen normalen Film runter. Allerdings 1-7 mit Braum, ey, das habe ich einfach lange nicht mehr hinbekommen. Das ist ein 1er KDH. Alter, Thresher hat es gut gespielt, Alter. Das muss ich echt sagen. Halt keinen Hook in den Fights irgendwie gemisst. No one is promised tomorrow. Ja, den Level 2 Fight haben wir irgendwie verkackt. Weiß nicht. Irgendwas. Ah, das ist down! Hohohoho! One-Shot. Target oder so. Der One-Shot of Doom.
gegen unseren Nullstil. Ey, Corki Mitte ist zurzeit Gott hier. Ah ja, das war jetzt nicht. Mhm. Abnormaler Damage. Ja, komm. Hm? Oh, ja. Kaufst du nicht einfach Anti-Slower Spools, dann ist es nicht mehr so hart geslowt. Nasus. Du musst nicht unbedingt Attack Speed Boots auf dem Kauf mittlerweile. Verkaufen ist egal. Ach, come on, was hat mir hier gewonshottet? Ach so, aha. Ah ja. Ich vergaß. Vergaß. GG. Nee, super Game, super geil, super viel Spaß.